Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Medin 2.de Preios. Ja, wir haben hier noch ein paar Minütchen von den letzten Gewinner zu leveln. Der Ring geht noch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Die Shami musste ich mal wieder um die Ecke packen, weil sonst klaut die XP. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Yep. Mann, oh Mann. Hätte ich auch was sagen können, ne? Hätte es ja auch was sagen können. So. Es ist verdammt warm, Leute. Also, ich habe eigentlich komplett gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Aber ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen. Und hatte noch kein Part und da habe ich dann gedacht, ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Brauchst ja noch ein Medin 2 Part. Und da muss ich auch noch gleich den Pflanzen gegen Zombies Part aufnehmen für morgen. Das hätte ich fast total verbummelt gestern. Also, das war nicht so toll. Hier der Char. Hinter dir, du. Hätte ich übrigens cooler gefunden, wenn du Ninja gewesen wärst, dann hätte der Name auch richtig Sinn gemacht. So finde ich den ein bisschen so la la, aber ist ja dein Ding. Ist ja dein Ding. So. Das habe ich eben gesagt, es ist warm, ne? Werdet ihr aber bestimmt auch mitbekommen haben. Bei mir ist es sogar so warm, dass ich einfach nicht mit T-Shirt in meiner Wohnung es aushalte. Ich muss wirklich mein T-Shirt ausziehen. Und das Problem bei mir ist, dass ich so einen Kunstledersessel habe. Als Bürostuhl. Nicht Sessel, sondern Bürostuhl. Und wenn du da mit der nackigen Haut drauf bist, dann, ja. Dann hast du Arschwasser, ich sag's dir. Dann hast du Arschwasser. Aber ich habe jetzt einen kleinen Trick so herausgefunden und so, ne? Weißt du? Du musst einfach dein T-Shirt nehmen und es wie ein Kondom über den Stuhl stülpen. Dann schwitzt du nicht. I swear. Probiert es selber aus. Wenn ihr. Fuck, habe ich jetzt einen Umhang gedrückt? Wenn ihr einen Kunstlederstuhl habt, dann hier ein Fossi-Tipp. Ganz exklusiv. Wow. Ja. Die Stürme waren schon echt hart, muss ich auf jeden Fall sagen. Bei uns hier in der Region ist mega viel umgekippt. Also so an Bäumen und so. Heute Morgen habe ich ohne Mist fast 2 Stunden auf dem Kackzug gewartet, bis der Bastard endlich kam. Und dann war der auch noch so voll, dass ich stehen musste. Ist okay. Und dann habe ich so nach einer halben Stunde Fahrt habe ich einen Sitzplatz bekommen von so einer seitlichen Reihe so. Und auf einmal, ich saß keine Minute, ne? Keine einzige Minute. Und auf einmal kommt da so ein klappriger Opa an und ich habe mich schon so gedacht, nein. Aber ich kann das nicht abhaben, wenn du da siehst, da ist so ein klappriger Opa. Dem muss ich dann einfach den Platz anbieten, ne? Also ist klar. Da habe ich so, ja, wo sie sich hinsetzen, bla bla. Und dann sagt der Bastard auch noch, ja. Hat er mir meinen Sitzplatz geklaut. Nee, aber ist ja, sollte zumindest selbstverständlich sein. So die ganzen Arbeiter und so, denen geht das an den Arsch vorbei, aber ich weiß nicht. Selbst wenn ich sagen würde, ja, nee, mir geht's jetzt nicht so gut, ich muss sitzen, könnte ich trotzdem nicht zusehen, wie da ein Operchen rumsteht und da so hin und her wackelt, weißt du, weil der einfach stabil auf den Beinen ist. Nee, da hätte ich ja Angst, dass er irgendwie umkippt oder. Ach ja. Könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, was ist bei euch so passiert? War es bei euch auch so heftig? Ich habe aber gehört, dass es so im NRW-Bereich so am heftigsten war. Ich wohne auch in NRW.
Wait. So. Also bei uns war es wie gesagt sehr heftig. Aber ey, das sah wirklich, als es so angefangen hatte, sah es wirklich so aus wie so ein schlechter Hollywood-Film. So schlechter Hollywood-Tornado-Film so. Oh nein, der kommt, oh nein. Aber so sah es draußen ohne Mist aus. Und davor sogar noch, hast du so richtig gesehen, wie so eine Wand auf dich zukam. Das war heftig. Also, da hatte ich auf jeden Fall Respekt. Und ich hatte zwischenzeitlich, weil es auch so ein bisschen gehagelt hatte bei uns, hatte ich sogar Schiss, weil die Hagelkörner so fett waren, dass irgendwie mein Fenster oder so einbricht. Ohne Mist hatte ich Schiss. So, echt. I swear. Aber ist jetzt bestimmt voll. Egal. Schreibt mal eben nach hier. Super geklappt. Okay. Ja, wir haben den jetzt auf 43. Ich weiß nicht, wie lange der Ring noch geht, aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall 45. Auch wenn ich in diesem Part hier. Aber so 45 ist so eine nette Zahl, da freut er sich. Und ja. Ich muss übrigens jetzt das Wochenende über mega viel vorproduzieren, weil ich Donnerstag bis Sonntag in Holland bin. Komplett in Holland bei den Käsköppen. Und ja, da habe ich halt nicht so die Videos zu machen, wie ihr euch eventuell vorstellen könnt. Deswegen muss ich, wie gesagt, ein bisschen vorproduzieren. Ob ich das so hundertprozentig hinbekomme, weiß ich nicht. Ich versuche aber mein Bestes. Ja, das heißt, ihr seid hiermit schon mal ein bisschen vorgewarnt. Wenn hier jetzt halt keine zwei Videos an einen Tag kommen, dann sei es mir bitte verziehen. Ihr wisst hiermit Bescheid. Ich war in Holland. Am Meer. Ne, wir fahren da mit. Oh Gott, ich glaube 7 oder 8 Leuten hin. Ich weiß nicht genau, muss ich nachher nochmal in Facebook gucken. Und dann so schön am Strand und dann zelten und bisschen Bierchen trinken und sonnen. Einfach mal ein bisschen gut gehen lassen. Und ja, hört sich auf jeden Fall nach Spaß an, würde ich mal so sagen. Vielleicht filme ich ja dann ein bisschen das Meer oder so. Es sei denn, es wird langweilig. Und es sei denn, ich wäre dazu überhaupt in Lage. Muss ich mal gucken. Vielleicht, aber nur vielleicht, wird es ja was. Aber das werde ich dann natürlich auch. Ah ja, dieses Wochenende hat auch mal mein Vater Geburtstag. Oh Gott. Immer alles so gleichzeitig kommen muss. Dann muss ich auch noch für die Arbeit noch ein bisschen was übers Wochenende fertig machen. Yay. Ich werde wieder null Freizeit haben, ey. Meine Fresse. Ich freue mich so auf die Sommerferien. Oh. Mensch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich 8 Wochen habe? So, ja, da könnt ihr euch vorstellen, dass ich dann auf jeden Fall gut was am Videos raushauen werde, weil ich dann einfach auch so ein bisschen Zeit habe. Ne? Ah, meine Fresse. Langsam hasse ich den SC3. Obwohl ich sagen muss, SC2 ist schlimmer. Oder vielleicht wäre SC2 auch cooler, wenn ich da mal mit Umhängen hantiert hätte oder so. Aber früher oder jetzt auf TBD. Ja, sorry. Ist halt mega Arsch, weil du da immer nur so zwei, drei Gruppen. Und es ist einfach so langweilig. So langweilig. So, ich würde sagen, schau mal eben was. Habt ihr kurz mal keinen Sound? So. Ich würde sagen, das müsste dann auch langen.
weiß sowieso nicht mehr, was ich labern soll, weil ich mal wieder super vorbereitet hier in den Part gegangen bin. Aber ich darf sowieso nicht so viel reden, weil sonst der Part zu lange wird und dann kommt das Video zu spät, weil das länger braucht zum Rendern und Hochladen. Und deswegen sage ich jetzt einfach ciao. Nochmal kurz den Hinweis, in der Beschreibung findet ihr meine Facebook-Seite. Vielleicht poste ich ja dann einfach mal so ein Bild so zwischendurch. Von Holland oder so. Einfach mal schauen. Ja, das war's dann von mir. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.